Ja, Einstellung, Deutsch. Ja. So, Ghost Hunter Corps befindet sich im Early Access. Das Spiel entwickelt sich ständig weiter und es kann Bugs geben. Zögern Sie nicht, an diesen Adressen zurückzugeben. Hinweis: Spiel. Dieses Spiel ist es, den Geist zu bekämpfen. Er ist naturgemäß sehr aggressiv und allwissend. Der Geist hört Ihnen zu, wenn Sie ihn rufen. Spirit, Geist und so weiter, gefolgt von einem Kommando. Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Eigentlich wollte ich das Spiel streamen, aber jetzt mache ich einen kleinen Let's Play mit euch. Und zwar In dem spielen Moment, wo man wir. aufnimmt, dann rufen die Kinder auf einmal so ein Blödsinn durch die Gegend. So, Mikrofon, also Mikrofon. HyperX Quad Cost. So, wenn man Vocal Dictive Low. 10 Dictation High. Better Result Consume Room. Slow Loading. Ja, dann machen wir das doch. Ja, Slow Loading. Ja, aber das, ich glaube, mein PC macht hat, ne? Ja. Genau. Sprechen Sie diesen Satz, um Ihr Mikro zu testen. Geist! Gib uns ein Zeichen! Und woran jetzt sehe ich, dass es hier funktioniert hat? Geist, gib uns ein Zeichen! Okay, weiter. So, was ist das hier? Mikrofon. Für ein besseres Spiel empfehlen wir Kopfhörer mit Mikrofon zu benutzen. In einem dunklen, stillen Raum. Nun, die Sonne kann ich nicht ausschalten. Still ist es ja auch nicht, wir haben Kinder. Man hat es ja gleich gehört, gleich am Anfang. So, weiter. Hier haben wir die Helligkeit. Die habe ich vorhin schon mal eingestellt auf 2. Mal piepen. Ha! Juh! Das höre ich so, als wäre es mittig. Das rechts. Und das gar nicht links. Aber das liegt daran, weil meine Ohren behindert sind, glaube ich. Also. Los geht's! Ghost Hunter Corps. Das wird jetzt gespielt und das wollte ich auch tatsächlich sagen. Oh, das ist ein sehr, sehr weißer Raum. Also, Ghost Hunter Corps, worum geht es? Es geht um Geisterjagen und das habt ihr. Oh, guck mal, Tablet hier. Haben wir nicht Tutorial, nicht das Geister-Wiki? Das ist ziemlich geil. Einstellung. Ich möchte gerne die Mausempfindlichkeit. Monitor. Ja, Monitor? Hat? 60? Keine Ahnung. Aber ich wollte eigentlich mal die Mausempfindlichkeit. Gerade hier war die Mausempfindlichkeit gerade so mega hoch. Mikrofon testen. Geht das jetzt wirklich? Testen Sie die Funktion Ihres Mikrofons, wenn nichts angezeigt wird. Überprüfen Sie bitte, ob das Mikrofon eingesteckt ist und funktioniert. Und klicken Sie dann den Reset-Knopf. Okay. Windows Vocal, Vocal Low App, Vocal High App. Lade. Hallo. Ha. Ha. Windows Vocal. Error. Das geht ja schon mal gut los, ne? Ha. Hier ist gar kein Reset-Knopf. Okay, egal. So, ich denke mal, das muss ja funktionieren, glaube ich, ne? Das sollte doch, glaube ich. Ja. Okay. Ich gehe mal davon aus, es funktioniert. Das geht ziemlich flott, ne? Guck mal unser Wohnmobil an. So, kein Auftrag gewählt. Tom LP. Warum habe ich denn das als Avatar? Das sieht ja nicht so gut aus. Vielleicht kann man sich da ja mal irgendwie ein anderes aussuchen. Oh, was ist denn das Cooles? Lass uns doch mal hier reingehen. Hallo? Tipp, wenn Sie die Tür schließen und dann die Maustaste gedrückt halten, blockieren Sie die Tür und sie wird die meisten Geister davon abhalten, durchzudringen. Okay. Das geht jetzt ziemlich flott. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich. Wandgekritzel. Ein kompaktes Gerät mit Präsenz. Ah ja, okay. Interesse an schönen Gebäuden finden, erkennt Pergamente, verfluchte Objekte, bekratzte Wände und Geisterkugeln. Muss eingeschaltet werden, damit es misst. Sofort Blitzkamera. Die Blitze dieser speziell modifizierten Sofortbildkamera existiert bestimmte Geister, die das Licht hassen. Außerdem werden unsichtbare Objekte sichtbar, sobald sie aus der nächsten Nähe fotografiert werden. Okkultuschnüffler. Dieses Gerät erkennt verfluchte Objekte in der Nähe, die okkulte paranormale Energien OKK freisetzen. Der Verkauf dieser verfluchten Objekte bringt Ihnen am Ende des Spiels einen Bonus. Kamera. Vielleicht vorher gesagt, die Kamera verschafft Ihnen eine bessere Übersicht in den heimgesuchten Orte. Dank eingebauten Nachtsichtfunktionen sehen Geister den Ehren, bevor beteiligt den Identifizierung nimmt. Okay, normalerweise spielt man das gerne mit Freunden. Da ich aber tatsächlich mit all meinen Freunden, mit denen ich hier spiele, tatsächlich nur auf der PS4 spiele, weil die keine supergeilen PC haben,
Ja, bin ich der Einzige, der sich jetzt hier durch die Horrornacht wälzen darf. Geisterbuch, dieses ist ein schön ausgestattetes Buch, ermöglicht Geistern direkt mit ihnen zu interagieren. Trotz Empfehlen werden wir die Geister zur Rede und aufzufordern, etwas im Buch zu schreiben. Je nach Kategorie des Geistes könnte er in das Buch schreiben oder malen. Dabei nutzt er die Energie des Jägers. Wir empfehlen also, das Buch in der Hand zu behalten. Weihwasser von Mönchen in einem Kloster hergestellt, muss diese Flasche Weihwasser auf den Geist geworfen werden, solange er sichtbar ist. Kreuz. Das Kreuz stellt einen kurzfristigen Schutz vor Geistern. Besonders wirksam bei Dämonen, kann in der Hand gehalten oder auf den Boden geworfen werden. Die Jungfrau Maria, wunderschön glänzend, mit göttlichen Kräften ausgestattet, schützt die Marienstatue vor bestimmten Kategorien von Geistern, wie Wiedergänger, Puppen oder sogar Kindern. Die schwere Statue muss jedoch auf einem Boden abgestellt werden, damit sie ihre Wirkung entfalten kann. Sehr gut. Und hier wäre noch mehr. Was haben wir denn hier? Das ist das Tigerauge, die paranormale Welle, die von diesen Steinen ausgeht. Existieren bestimmte Geister, die diese Art von Welle fürchten. Der Stein kann auf den Boden in einen Bereich geworfen werden, der oft vom Geist heimgesucht wird. Ich glaube, ich werde hier bei jedem Auftrag werde ich hier sterben. Ganz einfach. Ne? Räucherstäbchen. Der Rauch des Räucherstäbchen vertreibt einen Geist, wenn er nahe genug am Stäbchen ist. Alles klar. Okay, jetzt haben wir hier Geisterfon. Dieses Gerät misst die ESPD, elektronische Stimmphänomene. Sie werden Ihnen dabei helfen, diese Kategorie des Geistes zu bestimmen. Genauso gut, damit kann das Gerät vom Geist genutzt werden, um sie wahrzunehmen, um mit ihnen zu interagieren. Die Frage ist, funktioniert das jetzt mit meinen... Kannst du Türen öffnen? Ich komme in Frieden, mein Freund. Okay. Möchtest du... Alles klar. Gut, dann wissen wir Bescheid, was für Geräte wir haben. Ich habe die Hälfte schon wieder vergessen, aber los geht's. Ghostbusters. Aufträge. Belgien, Fort Dings, einfache Untersuchung. USA, verlassene Haus, einfache Untersuchung. USA, verlassene einfache Untersuchung. Ich finde Belgien ziemlich cool, ne? Fliegen wir durch die ganze Welt und dann checken wir alles ab, wa? Okay. Belgien, das ist nah an Deutschland, ne? Belgien, Fort Samuel. Ein einzelner Geist führt, dessen Exorzismus maximal 2 bis 3 Hinweise nötig sind. Der Bürgermeister eines kleinen Dorfes hat uns wegen paranormalen Phänomene kontaktiert, die während Restaurierungsarbeiten an einem alten, verlassenen Fort beobachtet wurden. Wir müssen sofort einschreiten und das Fort exorzieren, damit die Restaurierungsarbeiten wieder aufgenommen werden. Ja, ich habe leider keine Teams, ich bin ganz alleine. Ja, okay. Ja. Nimm mir das nicht? Ja, doch. Nein. Aufträge? Ich finde Belgien, Frankreich, hä? Wo ist denn... Wo ist denn das mit den Fort gerade? Hier. USA, verlassenes Haus, Aufträge. Frankreich. Hä? Hä? Jetzt ist das alles weg. Wo ist das? Warte mal. Da, genau, das will ich machen. Kaufen? Was? Wieso kaufen? Belgien Fort Dings, genau. Aufträge. Kann ich das jetzt nehmen? Dann muss ich wahrscheinlich Dinge jetzt mitnehmen hier. Diese Puppe sieht sehr gut aus. Und dieses... Bild sehr malerisch. Geht es vielleicht nicht ein bisschen lauter da drüben? Sehr malerisch. Doch, kann ich mir die Dinge einfach aus dem Dings rausnehmen? Oder wie läuft der Vogel jetzt? Hier. Wow, guck dir mal an hier. Ghostbusters-Kanonen, was? Was ist das hier? Kann man damit nichts Cooles machen? Biu, biu, biu. Okay, weg damit. Neutronenpistole. Die Neutronenpistole feuert einen Strahl, Energie, Neutronengas. Okay, mit sowas, das werden wir bestimmt noch gar nicht am Anfang haben, ne? Das wäre ja zu krass, glaube ich, oder? Wie können wir denn jetzt voranschreiten? Belgien, ist das denn unser Auftrag jetzt? Haben wir den angenommen oder so? Ich weiß es nicht. Das sind unsere Items, die wir hier wahrscheinlich haben. Oder was? Mach die fucking Tür auf jetzt. Keine Kamera gewählt. Keine Kamera gewählt. Okay. Wir haben auch keinen Scheiß dabei, ne? Wähle Werkzeuge. Taschenlampe. Eine gewöhnliche Taschenlampe mit eingeschränkten Sichtdings da holen. Okay, haben wir jetzt hier tatsächlich. Was wäre hier noch? Bild und Video. Huch, Geisteranalyse. Ja, und dann? Kann ich da nichts machen? Oh. Ermöglicht elektromagnetische Wellen aufzuspüren, die von nahen Geistern erzeugt wurden. Stärkere Stabilitätssignale, bla bla bla. Aber wieso kann ich das nicht holen? Bild und Video, Fotoapparat. Okay.
Da wäre schon mal die Taschenlampe. Ist das das Einzigste, was wir haben? Jetzt die Taschenlampe, ernsthaft? Und fahren wir denn jetzt? Nicht jetzt nur, wir können nur die Taschenlampe mitnehmen. Ghost Hunter. Ja, ja, aber hallo, gib mir doch mal mehr. Ihr könnt mich doch nicht so davor hinfortziehen lassen. Ja, Geisteranalyse, Fotoapparat, Kamera. Ja, sowas wäre wenigstens mal was, ne? Analysegerät. Ja, kann ich nicht holen. Warum nicht? Habe ich wahrscheinlich keine Kohle für. Ne? Was ist mit dem Auftrag? Haben wir den jetzt angenommen oder nicht? Aufträge. Wie besteht ich den jetzt? Bob, gar nicht. Okay, nur das könnten wir, dass wir in der Aufträge raufklicken. Einzelne Geister, Haunted House, bla bla. Okay, und jetzt, ich würde gerne wirklich was mitnehmen, ne? Alter, das sieht so schön aus hier. Okay. Ja, ist ja gut. Geht's ja gut. Beruhig dich, Junge. Beruhig dich. Okay, das sind die Ausstellungssachen, die ich kaufen könnte, die ich dazu kaufen kann, oder wie läuft das? Warte mal, ich möchte gerne... Eine Kamera wäre ziemlich geil, oder? Oder hier das Geisterfon. Ich habe ein Geisterfon, Geisterfon, Geisterfon. Hier. Kann ich mir einfach hier irgendwas nehmen? Das, was hier rumpoltert, das ist nicht ein Geist, das ist die tollpatschige Inka. Und das hier rumschreit, sind meine asozialen Nachbarn. So, das fotografiert. Und das. Ja, ich finde. Kann ich das jetzt so mitnehmen? Ich glaube nicht, ne? Ich packe es mir einfach in ein Köfferchen rein. Mal gucken. Hier sind so viele coole Sachen. Warum nehmen wir nicht die Sachen aber mit? Aber weißt du was? Wir fahren einfach los. Mal gucken. So. Nee, echt jetzt? Und jetzt noch den anderen da. Den möchte ich auch noch haben. Hey, kann ich mir die Sachen einfach so rausnehmen und dann geht das, oder was? Early Access. Multiplayer Corp Work in Progress. Okay. Ja, wir machen das jetzt gerade nicht Multiplayer. Das habt ihr ja schon mal irgendwie gerade mitgekriegt. Wie gesagt, die Leute haben nur eine Playstation und kein PC. Das ist das Ding, ne? Genau, diese EF-Dings da. Genau. Ermögliche elektromagnetische Wellen aufzuspielen, die von Geistern erzeugt werden und stärke Stabilität des Signals. Ne, ich möchte gerne. Genau, das Geisterfon habe ich gerade mitgenommen. Ne, ich habe die Kamera mitgenommen. Ich will das Geisterfon mitnehmen. Das will ich mitnehmen. Oh, einmal durch den Flur gejoggt und schon bis zum Arsch, wa? Wie willst du so vor Geister weglaufen? Okay. Ich habe keine Idee, wie das funktioniert. Aber wir werden es sehen. Also. Dop, dop. Schmieden wir auch mal rein in den Shit. Dop. Da haben wir es. Okay, ich denke mal, das wird so einfach nicht funktionieren. Reingreifen und los und so ein Scheiß. Was ist denn das? Nee. Oh. Okay. Bitte. Los geht's. Wo fahren wir hin? Lade. Edal. Na, da bin ich ja mal gespannt. Okay, wir sind da. Mal so eine Kamera. Was war das? Das war schon die unheimliche Begegnung. Kamera gewählt. Also das ist tatsächlich unsere Wohnmobilkameras, ne? Die nur von innen gezeigt werden, ne? Weil wir keine Kamera aufgestellt haben. Ist ja logisch, oder? Ey, meine Sachen sind weg. Taschenlampe. Was? Okay, und wie ist das denn? Ich kann jetzt eine... Was? Nee, kann ich nicht. Ich kann echt nur mit der Taschenlampe rumagieren. Ey, das ist doch total kacke. Ernsthaft, das sind Geister, Mann. Schutz. Ja, dann nehmen wir eben halt die Taschenlampe. Ah, da ist sie ja. Klasse. Und wie rüste ich die jetzt aus? Warte mal. Begin. Exorzieren Sie den Geist. Finden Sie einen Geist mit dem EMF K2. Messen Sie die Ozubub größer als 10 bla. Filmen Sie einen Geist in der Nähe der Kamera. Verdammte Kacke. Ich hab so etwas hier nicht, wie Kameras und so ein Scheiß. Weil ich das nicht mitnehmen durfte. Warum?
Ich durfte nur die fucking Taschenlampe mitnehmen. Jetzt kann ich die... Hallo? Huch. Und wie kann ich die denn jetzt ausrüsten? Oder rennt die jetzt immer so blöd damit rum? Jetzt habe ich sie gedroppt und ich kann die nicht mehr aufheben. Echt jetzt? Jetzt geht es. Wie schalte ich die denn an? Oh, ich muss mal ganz kurz lernen, ne? Einstellungen. Gib mir mal Tipps wegen... Oh. Geister-Wiki. Nee, das will ich jetzt nicht. Ah, guck mal hier. Geister-Wiki. Tutorial. Bevor Sie sich die Mission begeben, denken Sie immer an ausreichende Hilfsmittel mitzunehmen. Sobald Sie die Mission begonnen haben, können Sie im hinteren Teil des Wohnmobils den Computer benutzen, um benötigte Ausrüstungsstände herbeizuholen. Wählen Sie Ihre Mission sorgfältig aus unterschiedlichen Stufen und Aktivitäten. Bevor Sie auf die Mission begeben, denken Sie an ausreichende Hilfsmittel mitzunehmen. Wo nehme ich die denn mit? Ich habe mir die auch ein Kofferchen reingesteckt. Hat den aber nicht interessiert. Sobald die Mission begonnen hat, können Sie im hinteren Teil des Wohnmobils Computer benutzen, um benötigte Dings. Platzieren Sie Objekte hier und dort. Sobald Sie Hilfe suchen, bla bla bla. Aber ich frage mich. Ah. Da sind die Sachen doch alle. Aber wie nehme ich das denn in die Hand? Jetzt steckt das da fest. Wie nehme ich das in die Hand? E? Oh! Ja, dann mal los. Tür auf. La 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 la. Das ist ein schöner Vorhof hier alles hier, ne? Road closed. In Belgien schreiben sie es auf Englisch. Alles klar. Kann ich hier rein? Nö, irgendwie nicht, ne? Oh, er hat's gedroppt. Warum? So. Aber kann ich denn... Ah! Okay, aber wo muss ich hin? Oh, oh. Da muss ich rein? Seid ihr irre? Das ist ein... Oh Gott. Okay. Hallo. Ey. Was? Da gehen wir mal hier hoch. Ah. Oh. Nein. Da sind Schwerter. Kann ich mitnehmen oder was? Echt jetzt? Nein. Nimm eins mit. Einfach mal packe ich ein Wohnmobil rein. Oder gleich gegen den kämpfen. En Gott, du Schocke. Okay. Ich finde das cool, das nehme ich jetzt mit. Boah, gleich hier. Hallo, lass die Tür auf, Mann. So. Bings. So. Jetzt sollen wir... Was war jetzt der Auftrag nochmal? Finden Sie ein Ge- mit dem... Dings habe ich tatsächlich schon erledigt. Messen Sie den OCC-Dings größer als Blub. Und das mache ich mit denen jetzt hier, oder was? Das ist die Kamera, das ist die Standkamera. Und das ist der Geistermeter. Warte mal, dann soll ich hiermit? Filmen Sie den Geist vor der Kamera, messen die Temperatur. Okay, aber mit dem Vogel habe ich den Geist jetzt schon gemessen, dass da einer tatsächlich da ist jetzt, ne? Hallo? Kann ich das Licht anschalten? Nein. Nein, lass es fallen. Oh! Klapp es ab. Danke. Also haben wir den schon gemessen, wa? Ich meine, so groß ist das ja hier zum Glück nicht. Es sei denn, man kann hier in diese Türen rein. Oh nein, man kann in diese Tür rein! Hm. Hä? Tür wieder zu? Nein!
Lass die Tür auf, ja? Okay. Hallo. Ich habe ja keinen Geisterfund dabei gerade. Oh Gott, bist du bescheuert? Nee. Nein, nein. Nein. Und tschüss. Geh direkt runterspringen. Hopp. Oh, da kriege ich ja Angst, Pipi. Das hat mich dann erwartet, ne? Okay, wir haben definitiv einen Geist gemessen. Okay. Gucken wir uns mal ein anderes Behilfsmittel jetzt. Ja, ja. Ich bin eigentlich ein Fan von Ordnung, aber... Ja, haut nicht ganz hin, was? So. Okay, wir müssen den Geist filmen. Oder messen Sie die OCC-Signalgröße? Was ist ein OCC? 2 von 3 sind nötig. Filme den Geist, ja, mit einer Kamera. Ja. Hier habe ich noch 3 Fotos drauf, das kann nicht euer Ernst sein, ne? Nicht. Ah, hallo. Ah. Nein. Oh Gott, da kriegt man eine richtige Gänsehaut, Alter. Wenn man das Spiel alleine spielt, fick die Henne. Warum hat das hier geknirscht? Was? Aha. Ah. Was? Kein Blitz oder was? Yo. Hallo? Mach die scheiß Tür auf jetzt, Mann! Alter, grüne Lichter. Grüne Kerzen. Irgendjemand hat ja die Lichter hier angemacht, wa? Was? Schöne Bilder. Warum? Da! Da war der. Komm zurück! Da. Ja, ich habe ein Foto vom Geist. Und jetzt aber nichts wie raus hier. Oh Gott. Ja, super. Wir sind die sportlichsten Sportskanonen der Welt, Alter. Ah. Kriegst du eine Gänsehaut? Auch wenn die Grafik nicht so bombastisch ist, da kriegst du echt eine Gänsehaut, ne? Ja. Mhm. Damit wollen wir das Ding erledigt haben. Was? Ich hab... Wie filmt man denn mit dieser Pimmelkamera hier? Kann man damit filmen? Aber ich habe ein Foto gemacht. Ist das nicht cool? Nee, offensichtlich nicht. Oh. Was ist denn das? Das ist die Geisterpistole? Filmt man... Nee, damit filmen wir nicht. Film ich, ne? Ah, warte mal, komm raus hier. Was ist denn das? Das sind diese Signale, ne? Oh oh.
Okay. Aber wir haben den ja schon gesehen. Reicht das nicht? Wir haben auch ein Foto davon gemacht. Wer war hier vorhin? Geist? Du warst vorhin hier. Ich habe ein Foto davon. Wie du vor mir weggekrabbelt bist. Geist? Warum rede ich mit dir? Ich habe ja keinen Geist davon. Hopp, Tür auf. Du mach die scheiß Tür auf, Junge. Oh. Ja, die kann man mitnehmen, ne? Was ist das? Ja. Warte, ich muss mal das Mikrofon runterdrehen. Ich glaube, die Inka, die ist aber viel zu laut, der Cake. Das hört man total durchs Mikrofon. Ja. Hallo? Oh? Der Boden knatscht aber schön. Digga! Bist du bescheuert? Weg hier! Oh! Die hat uns gegessen! Jetzt sind wir tot! Alter, hab ich mich erschrocken. Da kriegst du ja richtig eine Gänsehaut bei, ne? Lade! Da sind wir wieder zurück. Gesammelte Erfahrung plus 9 von 116. Verdientes Geld 0, ja, weil ich ja gestorben bin, ne? Finden Sie ihn gefunden, Dings, Bums, Bums, Bums. Messen Sie Dings, exorzierte Geist, Kategorie des Geistes. Geschossenes Foto 1. Ja, da bin ich so, dass, wenn ein schwindelig wird um den Kopf herum, dann muss man weglaufen. Das haben wir jetzt auch gelernt, ne? Alter Schwede. Und ich glaube, ich habe mich da echt ein bisschen, gar nicht mal so, ne? Ich war bloß über, es ist wirklich so, dass du dir wirklich eine Gruseligkeit einfängst dabei, ne? Aber wieso gefunden Hinweise 0 von 3? Ich konnte ihn doch messen. Ich habe ihn gemessen. Filmen Sie, gut, das mit der Dings, messen Sie seine Temperaturen. Weitere Ziele. Exorzieren Sie den Geist. Kategorie Geist Wiedergänger. Okay, Leute. Wir versuchen das nochmal in der nächsten Folge. Nochmal. Ich glaube, das reicht erstmal zum Einstand für heute. Ich finde es echt gruselig. Teilweise echt eine riesen Gänsehaut hier gehabt, Alter. Also, wir sehen uns. Ciao.